Gute Lehre ist erstens durch das Engagement der Lehrenden gekennzeichnet. Sie müssen das Lehren mögen. Sie müssen ihre Studierenden mögen. Und wenn beides zusammenkommt, dann muss auch noch so ein Quäntchen Vermögen da sein, tatsächlich gut zu lehren. Das erfordert manchmal schauspielerisches Geschick. Ich empfehle jedem Lehrenden, einen Schauspielunterricht zu nehmen, sich als professionellen Sprecher ausbilden zu lassen, weil das manchmal wichtig ist, wenn man 3 mal 2 Doppelstunden am Tag zu lesen hat, dann darf einem nicht die Stimme wegbleiben. Das ist Handwerkszeug, das kann man lernen. Und das gehört ein bisschen auch zur guten Lehre dazu. Ab und zu schaue ich mir YouTube-Videos an. Und bei manchen bin ich begeistert und bei manchen bin ich entsetzt. Und deshalb, weil ich bei beiden weiß, wie es eigentlich richtig gemacht werden müsste, was die Aussagen sein sollten. Und manche Videos, die bringen das tatsächlich in einer Art und Weise, die packend ist, spannend ist, die umfassend ist, und andere schaffen das überhaupt nicht. Und manchmal findet man auch falsche Aussagen darin. Und wer, der erst lernt, weiß, was richtig und falsch ist. Ja, kritische Einstellung zu dem, was man lernt, ist wichtig. Gerade was von unbekannten Autoren im Internet verbreitet wird, das muss mit sehr kritischen Augen gesehen werden. Und dazu müssen unsere Studierenden befähigt werden, dass sie kritisch an den dargebotenen Stoff herangehen. Also erstens sehe ich die Chancen, und ich bin ein positiv denkender Mensch, und ich räume den Chancen ein größeres Gewicht ein als den Risiken. Digitale Lehre ist nicht zum Nulltarif zu haben. Digitale Lehre ist extrem aufwendig. Digitale Lehre erfordert das Beherrschen einer Videotechnik. Man kann sich nicht mit einem Selfie dort präsentieren, sondern das muss qualitativ sehr gut gemacht sein. Die Mikrofone müssen besserer Qualität sein. Und schließlich muss es spannend sein, was man dort produziert. Ein anderes Risiko ist natürlich, dass man zu viel angeboten bekommt und dass sich Studierende verlieren in dem, was sie herunterladen können. Sie haben nur eine beschränkte Zeit, und dann kommt es auch wieder darauf an, das Richtige zu finden, das richtige Material zu finden. Leider merkt man erst, nachdem man es gesehen hat, ob es tatsächlich richtig ist. Von daher glaube ich auch, dass wenn die Lehrenden einer guten Hochschule gutes digitales Material produzieren, dann ist das ein gewisser Garant
für die Güte des dargebotenen Stoffes. Und ich würde mir wünschen, dass hier sehr sorgfältig gutes Material erarbeitet wird. Man kann leicht sehr viel schlechtes Material produzieren. Und das darf nicht sein. Dann danke ich Ihnen für das Schlusswort.